Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben sich Sheena und Regal geopfert, damit wir Colette retten können, nachdem Zellos uns verraten hat und sie entführt hat und ja, sehr schön. So, aber das ist jetzt erstmal egal, ich habe jetzt nämlich herausgefunden, warum keine Sparausgabe kam in den ganzen Szenen und das trägt mich ehrlich gesagt ein bisschen auf, so nach 100 Parts. Und zwar... Ja, Sprachausgabe für Ereignisse, ein Uhr ausschalten. Wegen dieser Scheißeinstellung wurden die ganze Zeit nicht... kam die ganze Zeit keine Audiosprachausgabe in den ganzen Szenen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, nur diese Einstellung hier auszumachen. Oder wie ich es geschafft habe, nach 100 Parts nicht zu merken, dass das hier aus war. Meine Lösung wäre irgendwie, dass ich hier wie ein Berserker rumgedrückt habe, aber keine Ahnung, wie ich das nicht bemerkt habe. Und da trägt mich ehrlich gesagt ein bisschen auf und das zieht auch ein bisschen so an der, ja, an der Laune, wie ich dieses Spiel jetzt hier angehen will. Ich habe schon, keine Ahnung, so viele andere Pläne jetzt geschmiert. Ich wollte erst irgendwie, keine Ahnung, von vorne anfangen, das wäre auch bescheuert gewesen. Ich hatte keinen Speicherpunkt mehr an so einer vernünftigen Stelle, sondern hätte ich noch, keine Ahnung, so. Nachdem wir Mythos getroffen haben, nachdem die der gesprochen hat hier, oder bevor wir gegen Yggdrasil gekämpft haben, hätte ich gerne noch hier vielleicht noch angestellt, aber ich habe ja wie ein Berserker wieder rumgespeichert, also, keine Ahnung. Deswegen weiß ich nicht. Ich werde das Spiel natürlich jetzt mit dieser Einstellung hier weiterspielen, weil ich auch die ganze Sprache hören will und ich will auch irgendwann, wenn das Projekt vorbei ist, natürlich offscreen auch nochmal spielen, auf Japanisch, damit ich alles höre. Und weiß nicht, ob ich das ein, zwei Mal noch offscreen durchspiele, aber ich habe geplant, irgendwann mal in ferner Zukunft vielleicht dieses Projekt nochmal aufzunehmen und dann wahrscheinlich auf, weiß ich nicht, schwer mit New Game Plus und all sowas, mit ganz viel Geld, Erfahrung und all sowas. Aber ja, wer weiß, vielleicht, wenn dieses Projekt vorbei ist, nicht sofort danach, wahrscheinlich auch erst Jahre später, weil dann werde ich immer noch hier sein, dann kann ich schon mal garantieren. Werde ich dieses Projekt wahrscheinlich nochmal angehen und dann machen wir diese Option die ganze Zeit auf an. Und ich werde auch nach jeder Aufnahme wahrscheinlich gucken, ob das noch an ist. Also ja, schon mal hier auf den neuesten Stand gebracht. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch dauert, aber ich schätze mal so 10 Stunden sind da bestimmt noch mindestens drin. Und da werden wir auch endlich mal etwas Sprachausgabe genießen können, weil da trägt mich auch ein bisschen auf. Ich wollte gerne die Sprachausgabe hören. Ich dachte irgendwie, ich habe eine verbuggte Version oder so. Ich habe auch irgendwie niemand irgendwie im Internet oder so gesehen, der das gleiche Problem hatte wie ich. Deswegen hat mich das schon zur Verzweiflung gebracht. Und jetzt weiß ich, woran das liegt. Das war meine Blödheit. Und jetzt machen wir einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Nach 120 Parts. Da müsste ja 120. Part sein, oder? Ja, okay. So. Jetzt konzentrieren wir uns mal hier drauf, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Wir sind doch von oben links gekommen, oder? Jetzt sind wir im Kreis. Gewesen waren die Skizzen noch. Nee, ich glaube ich neu. Gewesen waren die Skizzen noch irgendwie vertont. Da beruhigt mich so ein ganz kleines bisschen. So, und ich hoffe jetzt, unsere restlichen Gruppenlieder opfern sich nicht auch irgendwie noch oder so. Ich habe gedacht, es irgendwie hat Presser als nächstes geht, aber ich hoffe ja wirklich nicht. So, Vertonung. Yay, wir haben Vertonung, das ist so schön. Ach, leck mich. Wir haben so viele Stimmen verpasst, so viele Szenen, so viele gute Szenen, ey. Yay. Oh nein, jetzt nicht Rain auch noch. Jetzt sag's ein. Okay. Nandemありません。ちょっとした操作ミスです。しっかりしてくれよ。もう大丈夫です。次の扉を開けるわよ。
Was? Okay. Und jetzt sind wir nur zu dritt. Leck mich. Ich will nicht an all meine Gruppenmitglieder gehen. Nur so kacke. Und ich soll ja auch mal irgendwie die Attacken von Genesis umstellen. Das sind mal so Dreier Level Attacken, während der Uniso Attacke einsetzt, aber ja. Mir ist halt so, wenn ich den Charakter nicht steuere, deswegen Genesis tue ich sowieso nie steuern, so als Charakter, deswegen vergesse ich halt andauernd. Das sind ja die normalen Befehle so. Oh Mann. Okay, für jede Tür irgendwie geht eine Platte nach unten. Ja, meine HP. Ja gut. Okay, noch mehr Gruppenmitglieder können wir uns nicht leisten, die verschwinden, ganz ehrlich. Ich meine, irgendwas ist doch mal gut, ne? Wir brauchen dann noch welche zum Kämpfen. Einstellen automatisch weggeht. Oh Mann. Immer mehr Leute gehen so weg. Die sind doch nicht für immer weg, oder? Ehrlich. Vor allem jetzt haben wir auch keine Heilnahme mehr. Weil hatte Genesis irgendwie nichts zu sagen, hallo? Ja, Leute, so, oh, nein, gehen sie nicht, aber Genesis so, und gehen wir weiter. Ich meine, alles für den seine Schwester, hallo? Er hat dazu nichts zu sagen. So, langsam wird es hier richtig gefährlich. Mit nur drei Leuten. Wir können sie ja nicht alle auf einmal hier opfern, das ist auch ein bisschen blöd. Nein, geh weg. Alter, ist gut. Alter, wie weit er mich verfolgt hat. Okay, dafür kommen auch schwächere Gegner. Ja, Genesis Attacken ändern. Bevor ich es vergesse. Ja, jetzt kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. So. Weiß ich nicht. Mach mal. Wo ist das? Indignation hier hin. Dann. Ich vergesse das sowieso über. Ich attacke ich da? Steht doch gar nicht Level 3 und also was.
Wir einfach noch den TP verbrauchen. Doch hier steht Level 3 Spezialattacke. Okay, Profi nehme ich an. Ja, okay, Profi ist Spezialattacke 3. Indignation, Thunderblade, oh. Ground Dasher, der hätte ich irgendwie nach unten machen sollen. Cyclone, Yen. Und wo ist das? Windblade, ne, das ist Anfänger. Cyclone, da. Nochmal bei den anderen mal. Woodpress her und Leute bin ich am Steuern, deswegen. Ah, jetzt. Okay, da habe ich aber den Rest noch nicht erkundet. Hallo. Ja, schon wieder das nächste Portal, was uns irgendwie von einer Person trennen wird. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Oh. Sternenschild. Ja, super. Ich habe niemanden, der ein Schild ausrüsten kann. Die Idioten. Ah. Das heißt, irgendwann wird sich Zeros uns wieder anschließen. Oder? Hey, du läufst auch irgendwie zum ersten Mal hier rum. Guck mal her. Ich weiß nicht, soll ich das Spiel irgendwann nochmal jetzt playen? Aber dann habe ich ja zweimal tatsächlich zu tun, ja. Ich tue es bestimmt nicht, nachdem ich irgendwie dieses Projekt hier abgeschlossen habe. Also in ein paar Jahren vielleicht irgendwann mal. Das ist so, ich weiß nicht. Ich finde einfach, ich finde das irgendwie jetzt unkomplett, das Spiel, das Projekt. Hm. Jetzt bin ich aber echt darauf versessen, ja, so Nebenquests und also was mal zu machen, die noch ein paar Parts hier so anhalten, ein paar Stunden. Ich weiß ja nicht, irgendwann wird es bestimmt irgendwie so Bonus Dungeons oder irgendwie sowas geben. Nebenquests wird es auf jeden Fall geben oder optionale Bosse. Sonst würde ich nicht kapieren, dass einige sagen, dass das hier ein verdammt gutes Spiel ist. Also ein Rollenspiel ohne optionale Bosse oder Dungeons und so, das, nee. Das ist für mich kein gutes japanisches Rollenspiel oder überhaupt Rollenspiel. Muss schon noch was nach der Story sein. So. Ihr sagt mir, wir kommen Colette mal näher und bitte sagt mir nicht. Okay, okay, press F schnell als nächstes. Können wir nicht Gänse schicken? Irgendwie nicht Gänse auch. Stehen die anderen Gruppenmitglieder einfach so daneben, wie sich die anderen hier so opfern? So, nein, Wege, tschüss. Oh Mann. Okay, bisher kann er wohl auf sich aufpassen. Guckt euch mal die Axt von ihr an. Kann hier schon schief gehen. What? Oh Mann. できるはずです。
Oh Mann. So, haben wir es jetzt mal mit den ganzen Opferungen. Ich möchte jetzt nicht rumnörgeln, aber dass sich zufällig an diesem Ort alle Charaktere so im Minutentakt alle opfern oder irgendwas machen, damit wir weiterkommen. Das ist ein bisschen... Ja, wie nennt man das? Verfolgst mich jetzt nicht wieder. Das ist ein... Ja, wie soll ich das erklären? Oh nein, ich will nicht gerne steuern, hallo? Wie nennt man das hier so? Schlechtes Scriptwriting, sag ich irgendwie sowas. Als ob irgendjemand nur eine Minute glaubt, dass die jetzt auf ewig alle weg sind. Das ist so ein bisschen... schlecht zu glauben. Der einzige Grund, warum ich das glauben könnte, wäre vielleicht, wenn das so im Spiel irgendwie verteilt gewesen wäre, aber nicht jetzt an einem einzigen Ort hier so im Minutentakt. Also da, wenn man schon hier so ein paar Spiele gespielt hat, dann ist das ein bisschen so offensichtlich. Deswegen, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, wo ich mir denken könnte, ist, dass das Spiel gleich irgendwie zu Ende ist und dass wir nur mit Leuten irgendwie gingen. Was weiß ich. Zerlos, Mythos, wer auch immer, kämpfen. Und ja, das ist, scheint mir auch ein bisschen unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Hm. Sternenreif. Vor allem, wenn wir Sachen bekommen, die wir nicht ausrüsten können. Wir bekommen ja Waffen, Ausrüstungsteile, die keiner von unseren jetzigen Charakteren ausrüsten kann. Ich meine, hallo? Ja, okay, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß ja nicht. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich das erklären soll. Oh, noch eine Truhe. Hab schon auch einige verpasst. Hab so für Erfahrungsgamer Level 3. Jo. Dabei einige Rollenspielen so irgendwie, dass man natürlich solche Sachen macht, um einen zu schocken und einen mitzureißen und so, aber. Wenn man doch schon so ein paar Spiele hinter sich hat, dann ist das irgendwie schon ein bisschen offensichtlich. Ich glaube, keine Minute, dass die auf alle Ewigkeit irgendwie weg sind. Warte mal. Oh, ja, kann das. Wow, da zieht aber ganz schön viel ab von irgendwas. Okay, geht aber verdammt viel Angriff. Aber naja, ich tue mal immer noch so, ich tue noch mal so ein bisschen mitgenommen. Also wenn es, wenn ich jetzt wirklich nicht wüsste, dass die irgendwann mal wiederkommen, dann wäre ich auch geschockt, ist klar. Als irgendwie China damit angefangen, Regal damit angefangen hat, war es noch ein bisschen besser zu verstehen, so. Warum fallen mir jetzt nicht die richtigen Worte ein, hallo? Glaubwürdiger, mein Gott. Aber es ist irgendwie glaubwürdiger, dass nur eine Person sich bisher geopfert hat. Aber jetzt hat sich die Hälfte der Gruppe schon geopfert. Und das ist ein bisschen auffällig. So, Sternenarmreif. Wieso kriege ich denn noch einen Sternenarmreif? Ach, den kann ich jetzt ausrüsten. Ja. Hä, hey, was habe ich gerade bekommen? Sternenreif nur? Ach so. Ja, geil. Ich krieg Reife, obwohl ich niemanden... Ihr habt den nicht abgeben kann. So, Genis, wie wirst du dich denn jetzt opfern? Nicht dieses Geräusch! Hat irgendwie was von Matrix. Nenn ich Matrix. Resident Evil hier. Und ein dieser noch Film. Okay, Wand. Mach dich auf was gefasst.
Wie sehen die Waffen so gezeichnet aus gerade? Hey, cool. Warum bleibst du stehen? ロイドの作戦にしては上出来だったよ。唯一の子さんは僕の運動神経の鈍さかな。ジーニアス。失敗しちゃった。お前、俺を逃がすために。違うよ。嘘だ。こうなると分かっていたんだな。だったらなんで？ ロイドだって立場が逆なら同じことをしたんじゃない。いつだって困ってる人を見ると放っておけなくてさ、後先考えずに飛び出しちゃって。でもそんなロイドが僕の憧れだった。僕もロイドみたいになりたかった。お前さ、早く行ってよ。手遅れにならないうちにさ。 ふざけるな。お前を置いていけるかよ。言ってったら僕はロイドと違って臆病なんだ。いざとなったら体が震えてきちゃって最後に格好悪いところ見せたくないんだ。ジーニアス、行けよ。行けんたら バカ野郎。大好きだよ、ロイド。僕の一番大切な友達。あ、オッパ、や。何が？誰も犠牲にしたくないだ。クソ。みんな、ごめんな。 Möchte ich aber auch. Ich bin immer noch am Nörgeln, ja. Da möchte ich aber auch handfeste Beweise und Fakten haben, um zu sehen, wie die das alle überlebt haben. Ich will ganz genau sehen, wie die das überlebt haben. Weil einige Sachen sahen mir doch schon ein bisschen unmöglich aus zu überleben. Wie schafft es Gens jetzt bitte schön daraus? Wie schafft es... Okay, Sheena, die war das, glaube ich, am schlimmsten erwischt. Und Presea wurde irgendwie gezogen von diesem Viech und getentacle-raped von irgendwie, oh Gott, von irgendwelchen Viechern, Ranken oder was auch immer, was das da war. Ich habe so viele, ihr wisst schon, gesehen, um zu sehen, worauf das hinaus läuft. Und ja. Ja, oh Gott. So, dann weiter. Und wir sind wieder am Anfang. Ich habe da eine Truhe irgendwo in der Mitte gesehen, die möchte ich noch haben. Und dann kann ich den Part beenden. Ja, dann... Opfern wir als nächstes Leute, ne? Ja, okay. So wird das auf jeden Fall weitergehen. Erfahrungsgeber Level 4, yay! Ich weiß, kann man auch irgendwie, so, kann auch mehrere Vierer geben oder Dreier geben in eins reinpacken, aber ich würde gerne so, weiß ich nicht, sowas haben, um zu sehen, dass ich die irgendwie, oh, da ist noch eine Truhe. Ich möchte irgendwie so einen Shop haben, wo man die vielleicht kaufen kann. Geschenkter Geister. Kenne ich irgendwo, ja. Ach so, TP. Ich würde wirklich gerne irgendwie so was haben, wo ich auch weiß, dass ich die immer wieder kaufen kann, weil sonst tut der Komplettierer ja in mir so aufschreien, nein. Und 1, 2, 3, 4 bei jedem sieht auch schön aus. Ja. Ich komme noch weiter, also. Mag so beschissene Strategien verwenden und so durchkommen, wie ich will, aber ich komme durch, ja. Aber jedenfalls mache ich jetzt erstmal hier einen Schnitt und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie sich Leute opfern wird als nächstes, nehme ich mal an. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.